Also noch einmal, ganz kurz. Der Daumen zeigt zum Ende des Seiles. Du legst eine kleine Schlaufe, eine Bucht, nimmst das Ende, steckst es dadurch, legst es unter das Seil. Das geht zurück dahin, wo es herkam, und es wird zugezogen. Und fertig ist der Palstek. Vorsicht, der Palstek hält bei Belastungen, die ruckartig sind, nicht so gut. Daher immer absichern, wenn der Knoten für längere Zeit halten soll oder die Belastungen wechseln. Also immer vorsichtig sein. Danke.